Kaltes, klares Waldes. Ja. Wie kannst du müde sein? Bin ich immer. Das ist mir sympathisch. Ich finde, wir sollten Freunde sein. Geht nicht. Wieso nicht? Wieso geht das nicht? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Erklär das mal. George. Was, George? Warte mal. Ich habe hier immer noch drei Schmelzen, die... Holy shit, ich habe immer noch drei Schmelzen, die hier nichts machen. Warte mal. 30. Und drei davon... Warte mal. Nee, zwei davon machen drei. Das sind ja die hier. Also drei, drei, drei. Das sind dann neun. Habe ich dich da gerade irgendwie gesehen? Nee. Das sah gerade so aus, als hätte ich dich irgendwie gesehen oder so. Ich habe mich selbst ein bisschen erschrocken. Was ist denn eigentlich jetzt gerade das Projekt, was du machst? Ich hab grad keins. Okay. Aber ich dachte, du bist so glücklich mit deinem Radarturm. Hat der eigentlich schon irgendwas gemacht mal? Der deckt doch die ganze Zeit auf. Wo? Wo? Na, kreisförmig um ihn rum. Also so mehr oder weniger kreisförmig, weil da Berge im Weg sind. Kann man das schon sehen auf der Map? Ja. Guck ich mir gleich mal an. Ich habe hier gerade noch was zu tun. Wand! Erstmal wieder Sachen per Hand bauen. Erstmal wieder ganz böse Sachen per Hand bauen. Oh, ist das die richtige Seite? Ne, das ist die falsche Seite. Das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen nervt, dass man das hier nicht gut erkennt, was jetzt die richtige Seite ist und was nicht. Hast du gerade einen Power Shard dabei? Ist dir klar, mit wem du hier redest? Ja. Ich habe 21 Power Shards dabei. Bräuchte mal kurz einen. Was willst du mit einem? Wo einbauen? Wo rein? In einen Kohleminer. Wie groß sind denn die Dinger? Ich dachte, die sind kleiner. Ich dachte echt, die sind kleiner. Das hat mich jetzt überrascht. Kommt da so eine 3-Meter-Säule aus seiner Hosentasche? Ja, ist doch echt so, oder nicht? Hast du gesehen, wie riesig das Teil war? Wo kommst du denn her? Ja, das ist so, als wenn der gleiche Moment, wenn eine Frau meine Hose öffnet. Was nie passiert. Kommt da so ein Power-Shard raus? Ja, so ein richtiger Power-Shard, ey. Ein richtig übler Power-Shard. So. Das ist ein Geräusch, als ob hier irgendwas versteckt ist. Ich nehme, glaube ich, werde nochmal das Förderband hier wegnehmen. Das soll hier nicht reinlaufen. Das soll in die zweite Halle laufen, die dann hier kommt. Strongly advised that you harvest this shit. Okay.
Dann harvest ich das mal, wenn das Spiel mir das so sagt. Was? Mysteriöse Stimme aus dem Off sagt, ich soll das aufsammeln, also mache ich's. Ja, ist nett von dir, dass du das tust. Die Regie hat's gesagt, also mache ich's jetzt. Die Regie? Hältst du dich tatsächlich mal ans Skript? Nein. Ich wollte gerade sagen, das hast du nie gemacht. Das kann ich auch gar nicht. Ich hab's ja nicht mal bekommen. Ja, sorry, Mann. Ganz ehrlich, das ist auch anstrengend, immer das für dich zurechtzulegen, was du sagen sollst. Weil ich muss ja auch irgendwie so ein bisschen in Character bleiben. Und der Charakter, den wir geschaffen haben mit Spinatpizza, der ist einfach über die Jahre hinweg immer schwachsinniger geworden. Und es ist halt immer schwieriger, sich da was einfallen zu lassen, was authentisch ist. Und am Ende beschwerst du dich wieder, warum ich gar nichts sag. Ja. Ja. Genau. Oh fuck. Oh Gott. Ich hab gerade so überlebt. Nein! Doch. Nein. Eigentlich müsste ich unten mal Säulen hinsetzen, damit das logischer aussieht, denn meine Fabrik schwebt gerade einfach. Nein, nein, nein. Schweben ist cool. Die schwebt einfach in der Luft. Schweben ist modern. Die Häuser in Sims 1 sind auch geschwebtet. Okay, hier muss die Fabrik einen Knick machen. Ich will auf jeden Fall in die Fabrik so einen LKW-Transport hier mal integrieren. Ja, mach doch. Allerdings ist das Ding ganz schön groß. Die Frage ist, ob man nachher dann die Erzeugnisse der Fabrik quasi... ob man die weiterbringt zum Hub oder so. 2, 14, 2, 70. So in etwa. Was in etwa? In etwa ist das hier 270. Kann ich Kommazahlen? Nein. So. So, jetzt wollen wir uns mal eben auf der Karte angucken, wo ist denn der Radarturm? Wo ist der Radarturm? Ach, da. Das Ding da in der Mitte. Das ist die Wüste da oben, oder nicht? Oder was ist das? Nö. Ah, nee, die Wüste war hier hinten. Das war das oben links überm Öl. Aber was ist das Weiße? Das ist ja alles weiß. Was ist das? Sind das diese Berge oben? Das ist einfach nur weiter oben, ja. Das ist eine Höhenkarte. Was baust du hier? Wo ist denn hier? Ich sehe nicht, wo du mit dem Finger drauf zeigst. Du hast hier so eine riesige Säule hingebaut. Ach so, die Dekosäule. Weiß ich nicht, da habe ich rumgetestet. Ach so. Findest du es nicht ganz schön frech, dass du hier einfach quasi in mein Haus kommst und dann Ei hinlegst? Du meinst, dass ich dir Ressourcen da lasse? Du? So kann man es auch freundlich ausdrücken. Mhm. Muss ich denn jetzt lang am besten? Wie sieht das denn eigentlich generell hier aus mit der Stahlproduktion? Ist das gut oder ist das schäbig? Mit welcher Stahlproduktion jetzt? Stahlträger. Kommen wir da gut voran? Ja. Ja. Was hast du denn? Okay. Ah, und du hast es automatisiert hier mit dem Stahlbetonträgern. Das ist auch sehr gut. Ja, war ja ein bisschen was übrig. Habe ich doch alles rausgerechnet. Wie ich jetzt sehe, bekommen wir dann nämlich einiges. Das ist sehr gut. Und es ist ziemlich dunkel. Ich sehe wieder nichts. Ja, es ist wirklich dunkel. Hier ist nichts mehr drin. Wo? Können wir schon wieder irgendwas drucken? 2. Dann habe ich schon 4. Ich will ja demnächst diese, wie heißen die Dinger? Oh, wir haben schon 676 von den vielseitigen Rahmen, das ist gut. Nein, ich will demnächst mit den Coupons Metallbändewände für Steckdosen. Eieiei. Wo ist der Unterschied zwischen Wandstrommast und Steckdose? Verstehe ich nicht. Ich weiß es gerade auch nicht, ohne es zu sehen.
Fabrikwagen. Fabrikwagen sieht auch cool aus, aber dafür braucht man 10 Coupons. Ja, braucht man nicht. Das ist Spielzeug. Oh, du hast hier mehrere Ebenen auch gebaut. Genau wie meine Fabrik. Nur, glaube ich, platzsparender. Tja. Hä, wie hast du das gemacht? Wo fließen die denn hin? Ach, die fließen alle... Warte mal, die fließen hier runter? Ach, so machst du das. Ja. Funktioniert doch. Kannst du nichts gegen sagen. Du machst nicht alles... Du machst nicht für alles eine einzelne Spur, sondern... Nö, wozu denn auch? Teilt sich ja eh auf. Hä? Oh nein, oh wieso, nein, oh nein, oh wieso nein. Hast du mir diesen Tipp nicht früher gegeben? Dann hätte ich die Fabrik noch anders gebaut. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, dann muss ich aber versuchen, das jetzt einfließen zu lassen, weil jetzt kann ich das noch. Bevor es zu spät ist. So. Weißt du eigentlich, wie viel Platz ich hätte sparen können? Nee. Einiges wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen was an Übersichtlichkeit. Ja, und du hast nichts gesagt. Die ganze Zeit nicht. Und ich war ja auch die ganze Zeit nicht da. Du warst da. Du hast ja schon gebaut. Und hast dir die ganze Zeit nur gedacht, was baut er da? Ja. Ist nicht dein Scheiß Ernst. Ich gebe mir solche Mühe und dann würdigst du das nicht. Doch. Wenn es funktioniert, gibt's doch nichts zu sagen. Es funktioniert auch, aber es ist halt nicht wunderschön. Muss es ja auch nicht, das funktioniert ja. Gut. Sagen wir, das ist meine zweite Fabrik. Die erste war nicht mal ernst gemeint und die zweite hier, das ist... So. Ich habe immer noch 3 Schmelzen, die hier nichts machen. Aber das kann ich auch später noch regeln. Ich muss nur gucken, wo ich die Förderbänder langziehe. Wobei, ich kann die alle zusammenführen. Wie viel kommen denn da raus pro Minute? 30. Ja, dann kriegen die normalen Förderbänder das ja locker hin. Dann kann ich die zusammenführen. 90 Barren, die kommen hoch. Und dann machen wir damit noch irgendwo irgendwas anderes Lustiges. Irgendwann Overflow entstehen. Ich hätte das alles hier unten zusammenführen können und dann nach oben. Ich bin so dämlich, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe. Aber dann sehe ich die einzelnen Förderbänder. Das ist auch lustig. Gut. Tja. Dann gehe ich jetzt. Ich komme hier nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr nach oben. Doch jetzt. Gut, dann bauen wir jetzt mal ganz quick fidel. Also, was hatte ich gesagt? Die machen 60 und ich brauche hier 30. Das heißt, das Klügste ist, wenn wir die zusammenführen. Tja. In einen, wie nennt sich das Ding? Fusionator. Fusion! Ah, jetzt kommt noch die Kohle an. So,
So, jetzt haben wir das in einem Fusionator und jetzt müssten wir Folgendes tun. Wir müssen einen Splitter bauen. Nein, das funktioniert aber gar nicht. So wie ich das möchte, funktioniert es nicht. Nicht richtig zumindest. Ich wollte jetzt einen Splitter bauen. Oder ich setze die alle nochmal einen nach hinten. Oh Gott, Gesundheit. Okay, danke. Dann machen wir das Folgendes. Wir setzen jetzt hier einen Splitter rein. Und zwar einen intelligenten. Ne, es muss kein intelligenter sein. Ne, hier muss es kein intelligenter sein, das ist egal. Ich hab die jetzt direkt ineinander gesteckt. Funktioniert das dann? Ineinander? Ja. Ich weiß gerade nicht, wie du meinst. Vielleicht musst du noch ein Fließband zwischen. Vielleicht auch nicht. Wie gesagt, das ist alles komisch. Ja, es ist auch. Warte mal, ich probiere das mal aus, wenn ich hier jetzt was hinsetze. Kommt da nichts raus, ja. Das habe ich befürchtet. Okay, dann ist das... Dann ist das quasi einer zu nah gewesen. So. Ja, so geht's nämlich. Ja, schön. Okay. Dann müssen wir den nochmal zurücksetzen. Den Manufacturer. Ja, ja. Ich habe irgendwie voll angefangen, nicht mehr diese ganzen Shortcuts unten zu benutzen. Ja, ich auch. Ich weiß aber nicht warum. So ein paar Sachen müsste ich da eigentlich drin haben, aber irgendwie habe ich da nicht alle und benutze auch nur die Hälfte. Wobei, das ist eigentlich auch blöd. Ich mache das mal anders. Ich setze den Manufaktor jetzt mal. Ich habe ja, im Prinzip habe ich ja Platz. Das kann mir ja eigentlich egal sein. Ich setze den jetzt mal so hin. So. So. Das ist perfekt. Denn jetzt läuft das hier quasi einfach durch. Und das ziehen wir dann nach hinten. Und dann setzen wir den ein bisschen weiter. So. So. Kann ich nachträglich einen Fördermast irgendwo ransetzen? Ja. Und ich mache das nur der Optik wegen. Nicht, weil es sinnvoll wäre. So, verstärkte Eisenplatten. Funktioniert soweit. Ah, jetzt bin ich zur Kohle gefahren und nicht zur Basis. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Jetzt muss ich das gleiche hier machen. Warte mal. Vielleicht sollte ich erstmal... Ja, ich hatte das hier auch so gemacht. Okay, dann ziehen wir den erstmal hier hin. Ich weiß auch nicht, warum ich die Shortcuts nicht benutze. Irgendwie sind sie nicht ganz so praktisch manchmal. Also, sie sind schon praktisch, aber man benutzt sie irgendwie nicht so.
effektiv. Ich finde halt, dass man manchmal damit irgendwie langsamer ist. Oder bilde ich mir da was ein? Ich brauche halt nur so eine bestimmte Anzahl an Gebäuden und den Rest mache ich mit der mittleren Maustaste. Ich verstehe gerade nicht, warum das Förderband jetzt zu steil ist. Das ging doch hier drüben auch. Oder ist es nicht gleich? Warte mal. Ist doch gleich. Warum geht das denn jetzt hier nicht? Tja, Magie. Das Förderband hat eine ungültige Form in your anus, ey. Sind jetzt die verstärkten Eisenplatten? Hier drüben, oder? Hier steht doch, dass es gehen soll. Ah ne, das geht aber... Das geht ja doch nicht. Wie gesagt, ich verstehe nicht so richtig, was hier jetzt das Problem ist. Ich dachte eigentlich, dass es gleich ist. Es ist also nicht gleich, oder was? Hier ist nichts gleich. This game, ne? Ja. Es trollt dich. Ja, tatsächlich. Dabei ist es meine Aufgabe. Aber so richtig. Mich zu trollen, oder was? Findest du dich eigentlich selbst lustig, oder? Nein. Nicht? Nee. Echt nicht? Nee. Keine Zeit zum Lachen. Ich finde dich übrigens lustig. So. Eins. Zwei. Wieso will ich das wegsägen, wenn ich das auch wegsprengen kann? Bumm! So ein Feuerball, Junge. Junge! Müsste das Schwarzpulver gleich kommen? Die Röhren sind da. 15 pro Minute. Habe ich das wirklich geschafft, in der richtigen Menge zu bauen? Geil. So, angeschlossen. Jetzt brauche ich nur noch ein Lager dafür. Wo passt denn das noch hin? Scheint hier nicht mehr. Dup, dup. Bup. Passender Winkel. Und jetzt gucken wir mal, wo unser Schwarzpulver bleibt. Schwarzpulver? Ja. Automatisch gebaut, oder? Ja. Nicht schlecht. Ich will Sachen wegsprengen können. Viele Sachen. Alle Sachen. Also das ist jetzt hier wirklich nicht perfekt auf Platz ausgelegt, denn ansonsten würde ich das anders bauen. Das müsste dann viel näher hier ran. Aber so kann man wenigstens auch mal ein bisschen da durchgehen und so. Finde ich auch nicht schlecht. Kann ich das hier wegsprengen? Na. Man muss Eisenvorkommen abbauen, dann kann sie nicht einfach wegsprengen. Was willst du denn auch für einen Nährwert daraus ziehen, wenn du die. Wenn du das wegsprengst? Gibt ja Sachen, die ich nicht brauche. Ich bin durch meine Fabrik gefallen. Bis nach ganz unten. Warum gibt's eigentlich keine Fahrstühle? Das frustriert Weiß mich. Weiß ich nicht. Frustriert mich ein bisschen. Wieso gehen meine Items hier nicht weiter? Wir sind auf dem Fließband und auf einmal hier in so einer Kurve hört's auf. Keine Ahnung.
Ungültiges Ziel, sagt er. Aua. Ich muss mir hier noch irgendwas überlegen für den Übergang in die nächste Ebene. Warum gibt es eigentlich keine Fahrstühle? Das hast du schon mal gefragt. Ich glaube, das wäre zu einfach, wenn es welche geben würde. Ja, aber... Also Modder haben das schon längst eingebaut. Aber das Hauptspiel halt. Wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, dann auf die Mods. Das ist ein weiter weg, deswegen geht das nicht. Weil das funktioniert nicht, weil ich hier das Ding habe. Das Förderband ist zu steil. Das geht voll steil, Alter. Ich könnte den aber einen zurücksetzen, vermutlich. Ich glaube, wenn ich den einen zurücksetze, dann müsste es gehen. Dann ist es zwar, wie gesagt, auch wieder total... Jetzt geht's hier schon wieder nicht weiter. Wieso stoppt das hier? Fließband einreißen. Fließband neu bauen. Und es tut sich was. Kann ich den stapelbaren Fördermast da unten irgendwo aufsetzen? Nee, kann ich nicht. Da. Wie kann ich Fließbänder bauen, die am Ende nicht funktionieren und ich sie nochmal neu bauen darf? Schon wieder! Und die nächste Kurve, wo es nicht geht. Klick einfach zu schnell. Kann ich das nicht? Warum kann ich das denn jetzt nicht drehen zur Hölle? Nur wegen des Fördermasts. Ich weiß es nicht. Das gibt es. Was willst du denn drehen? Dein Gesicht will ich drehen. Ich hatte neulich eine Wand, die ich nicht drehen konnte. Ja, und jetzt passt. Ich konnte alle Wände drehen, bis auf die eine, die falsch war. Konnte ich nicht anpassen. Du konntest etwas mal nicht mit deinen Griffeln betatschen, das ist ja schade. Und es geht los! Wupp, wupp. 3 pro Minute schafft es. Das ist alles scheiße, was hier passiert. Das ist echt so lange? Es klappt nicht. Es klappt nicht. Na. Ich hätte gerne Schilder. Hier bräuchte es auch nicht hinsetzen. Wieso kann man Dinger nicht einfach in der Luft freischwebend bauen? Das ist doch voll unrealistisch. Hier ist einiges unrealistisch. Ja. Du musst erstmal ein Fundament bauen und dann kannst du das Fundament abreißen, damit etwas schweben kann. Gut, dann muss ich das oben irgendwie klären. Schade. Ich dachte, ich kann das jetzt mal eben so easy peasy, aber das funktioniert nicht.
Was ist, wenn ich das einen kleiner mache? Er sagt ja, das ist zu steil. Ja. Wenn ich es nur auf 12 mache. Ha. Ach, hier ist die extra Zementproduktion. Ah. Dann mache ich das jetzt aber auch nur auf 12. Damit das wenigstens ein bisschen gewollt aussieht. Ist das die Höhe? Warum auch immer da jetzt nichts rauskommt. Deswegen. Okay. So, dann haben wir die angeschlossen, die angeschlossen, die angeschlossen. Das ist alles wunderbar und Glorio. Glorio. Ich habe eine Schnecke freigesprengt. Ja, was willst du da jetzt? Ein Orden, oder? Nö. Wolltest du nur mal sagen. Wir haben eine neue Schnecke. 2 weitere Power Shards. Ach, und hier geht's jetzt auf einmal auch wieder. Das versteht auch einer, wer will. Ich versteh's nicht. Wirklich nicht. Manufaktor. Nope. Nope. Yes. Ultimate power. Der Spieler ist im Weg. Okay. Hallo. Jetzt sind überall Eisenplatten drin. Ich muss hier jetzt mal eben gucken, warte mal. Gehwegrampe. Ich muss jetzt einfach mal hier so ein bisschen was runterbauen und dann... Kurve. Ich glaube, diese Gehwege sind am besten, um sich innerhalb einer Fabrik irgendwie weiter zu bewegen. Weil sie so praktisch klein sind. Ja. Und auch noch ein Geländer haben. Ja. Ah, so viele Schnecken wieder. So viel Stromverschwendung. Wie viele Schnecken hast du gefunden? 4. 4? 4. 4? Ja. Also 5 Shards. Ah, ich höre meine Fabrik. Du hörst deine Fabrik? Ja, den Miner. Wo lasse ich denn jetzt mal am besten die Schrauben langlaufen?
Die müssen ja halt... Die müssen überall rein. Ich brauche also irgendwie... Eigentlich müssen die irgendwie hier von der Seite kommen oder so. Ist es klug, wenn ich die von der Seite kommen lasse? Ja, warum nicht? Ich weiß auch nicht. Ich suche mal was zu trinken. Ich find's auch schön, wie ich mit zwei Kopfhörern arbeite. Echt? Ja. Weil? Naja, den Boxensound und den Voice-Sound. Normale Voice-Chat-Headset. Dann halt an die Lautsprecher so dieses kleine Ohrstöpsel dran. Damit du nicht die ganze Zeit meinen Spielsound hörst. Das ist also nur für mich gemacht. Ja. Ich wünschte, ich wäre ein besserer Mensch und könnte das wirklich schätzen. Ich wünschte, ich könnte das schätzen, aber nee. So, und ich muss jetzt irgendwie... Aber das kann ich ja eigentlich mit Wandhalterungen machen. Sagen wir, ich baue hier eine Wandhalterung hin. So, und dann baue ich hier einen Förderlift hin. Der nicht hoch genug ist. Man sieht das manchmal einfach gar nicht. Also manchmal ist der Winkel einfach zu scheiße. Wenn man doch nur fliegen könnte. Jetpack. Das müsste passen. Und ich weiß nicht, warum die Wand hier so einen komischen Schatten hat. Das weiß wohl keiner.